Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir den ersten Mini-Dungeon abgeschlossen, den Deko-Baum. Und jetzt versperrt uns Mido den Weg. Was willst du, Flachzange? Hey, Übi, was hast du da getan? Der Deko-Baum, ist er tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld! Er ist jetzt einfach gegangen. Der verbreitet jetzt aber nicht Missstimmung im Dorf über mich, oder? Na, hier kann ich eine Bohne einpflanzen. Oder eine Erbse. Die kenne ich aus Majora's Mask. Okay. Mido ist megamäßig sauer. Und ich sehe auch gar keine Bewohner mehr im Dorf. Ah, doch, doch, doch. Da sind sie doch alle. Was? Wo gehst du hin? Zum Schloss? Wo liegt das Schloss? Ja, wenn ich das so wüsste. Hier ist, glaube ich, Milos Haus, gell? Besuchen wir ihn mal und gucken, was er zu sagen hat. Ja, da ist er. Der Deko-Baum ist tot. Ist damit auch unser Ende nah? Ja, okay, das ist voll Madlife. Naja, kann ich auch verstehen, ne? Aber wir müssen auf jeden Fall zum Schloss zu Prinzessin Zelda. Und soweit ich weiß, ist das Schloss in diese Richtung. Was sagt das Schild? Die Waldbewohner sollten Kokiri nicht verlassen. Ja, aber ich habe einen Spezialauftrag bekommen. Ich muss das Dorf verlassen. Oh, du verlässt uns? Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Hübi. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Cool. Das ist lieb von dir. Das ist sehr lieb von dir. Die Feen-Ocarina. Sie ist ein Andenken an Salia. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf die Knöpfe legen, wie immer. Mit A und den C-Knöpfen spielst du eine Melodie, mit B kannst du aufhören oder neu beginnen. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Mach ich. Kein Problem. Schon irgendwie ein bisschen traurig. Da kann man schon mitfühlen, muss man sagen, ganz ehrlich. Aber jetzt hören wir schon die geile Musik. Die Hylianische Steppe. Wo muss ich lang? Hier lang, gell? Ja, gut. Okay. Nun gut, auf zum Schloss. Wir verlassen den Wald. Und da ist die Eule. Sei willkommen. Du bist Hübi, oder? Bist du bereit? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinen Pfaden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen von deinen Geistern, für irgendwie von Geistern deine Karte gezeigt werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, und Z oder R, um den Kartenbildschirm einsehen zu können. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächsten aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Jop.
So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Alles klar. Die allwissende Eule. Die allwissende Eule hat gesprochen. Dann wollen wir uns doch die Karte da mal anschauen. Ist sie das? Ich glaube schon. Hier sieht man, dass wir 3 goldene Skulltulas haben. Und da unten den Orb, den wir vom Dekobaum bekommen haben. Hier backt noch irgendwas von meinem Texture-Pack, keine Ahnung. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht wichtig ist. Nein, ich brauche nicht speichern. Ich wollte mich nur da ein bisschen umgucken. Okay. Also, dieser Weg führt direkt zum Schloss. Will ich da aber eigentlich überhaupt hin? Ich gucke erstmal, was das hier ist. Oh, snap. Oh Gott. Was zur Hölle ist das? Oh ja, yeah, das war ein schöner Treffer. Oh ja, oh ja, oh ja, immer hinter ihm bleiben. 3 Treffer hat er ausgehalten. Und ich bekomme dafür nur einen Rubin? Für so ein Riesenviech? Really? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Cooles. Keine Ahnung, wie ist es, so ein 20 oder so. Aber so einfach gar nichts zu bekommen, ist auch ein bisschen frech. Ist egal. Na, jetzt legen wir einfach noch ein bisschen Rubine, kann man immer gebrauchen. Okay. Ich habe auch gerade gemerkt, wenn ich den Joystick drehe und dann B drücke, mache ich automatisch eine Wirbelattacke. Also ich muss nicht B gedrückt halten, was schon mal ganz angenehm ist. Dann kann man schneller Wirbelattacken machen. Oh, es wird Nacht. So viel also zum Thema, ob es einen Tag-Nacht-Zyklus gibt. Oh je. Bei Nacht. Allein in der Steppe. Schon ein bisschen gruselig. Aber da vorne sind die Fackeln des Schlosses. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich werde jetzt noch nicht so viel erkunden, weil ich jetzt erstmal die Story in Gang bringen will. Ich meine, wir wissen nur irgendwie, dass das böse Ding das Triforce haben will. So, was machst du jetzt? Listen! Der Dekobaum wollte, dass wir die Prinzessin im Schloss von Hyrule besuchen. Sollten wir uns nicht etwas beeilen? Ja, was mache ich denn gerade, du... Jetzt weiß ich endlich, was die Leute meinen mit Navis, der nervigste Charakter, die geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich dachte so, ja, komm, lass die labern, ja, die ist doch gar nicht so nervig, aber... Boah, das ist ja mal richtig ätzend, die ganze Zeit... Listen, boah! Was ist denn da hinten? Da kann ich was mit Bomben sprengen, den Stein, aber... Bomben habe ich noch nicht. Oh, was bist du denn? Oh, was seid ihr alle denn? Und warum leckt es so? Oh, yeah. Lex des Todes! What the fuck is happening? Ich hätte eine Idee, woran es liegen könnte. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das so umsetzen kann, wie ich will. So geben wir dem auch noch. Jetzt, ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt so ohne Probleme ändern kann. Das weiß ich nicht so genau. Hier ist ein Schild. Diese Richtung zur London Farm, zur rechten liegt Hyrule. Oh, noch mehr von denen. Es wird schon wieder Tag. Was? Die haben gerade seinen Kopf verloren. Okay, die können auch kopflos weiterkämpfen. Boah, wie viele kommen denn da? Muss ja auf den Sack gehen. Es ist doch schon wieder Tag, wo kommt denn alle her? Ah, jetzt halt. Es ist Tag und die Zugbrücke wird runtergelassen. Gut. Können wir bitte eintreten? So. Und wir sind in Hyrule, sehe ich das richtig? Hier ist auf jeden Fall meine Tür. Ich will jetzt einfach mal alles erkunden. Alles. Oh je. Okay, das ist wohl der typische Vasenraum, den es eben in jedem Zelda gibt, oder? Und hier kann man richtig, richtig viel Rubine farmen. Krass. Juckt es den Typen gar nicht? Ey, jetzt macht er diese dumme Vase kaputt. Ich kenne nur viele Parodien davon, wenn Link immer in den Häuser geht und die ganzen Vasen kaputt macht. Ich hätte nie gedacht, dass ich auch einer von ihnen sein werde. Die kann ich doch bestimmt auch kaputt machen, oder?
Kann ich dieses Schwert wegstecken? Ja. Genau, die kann ich doch auch kaputt machen. Nein, nicht da hoch. Ich sagte, du sollst es kaputt machen. So, jetzt hat Hammers. Jetzt verstehen wir uns, Link. Jetzt ticken wir auf einer Wellenlänge. Da oben haben wir auch noch eine, aber ich glaube, da komme ich nicht dran. Zack. Steck dein Schwert weg, genau. Und jetzt nochmal dagegen rollen, bitte. Ich werde gleich mit der Wache sprechen, aber erst wenn ich alles kappe. Oho! Okay, interessant. Eine goldene Skulltula. Cool. Du hast deine goldene Skulltula zerstört. Du hältst dafür ein Skulltula-Symbol. Yay, es hat sich also doch gelohnt, hier alles kaputt zu machen. Coole Sache. Und was hat der Typ zu sagen? Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier mehr los wäre. Hey, das bleibt aber unter uns, klar? Egal, vielleicht können wir etwas Dampf ablassen, indem wir ein paar Krüge zerschlagen. Stell dich vor. Ja, ja, das kenne ich. Ich habe doch gerade dieses Golden. Ich glaube, das sollte einfach ein Tipp sein, dass ich die goldene Skulltula hier finde. Noch kurz umgucken, ist hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay. Nein, ich möchte auch keinen Dekostab haben. Nein, jetzt habe ich sogar noch einen verbraucht. Verdammt. Aber eine goldene Skulltula gefunden. Das freut mich sehr. Dann können wir jetzt direkt mal weiter. Ich glaube, 100 Stück gibt es an der Zahl. Also wirklich viele. Boah, was ist hier denn alles los? Hey, den kenne ich doch. Den kenne ich aus Majora's Mask. Kollege! Ich bin schwer am Trainieren. Okay. Wer seid ihr? Hahaha. Welch dämlicher Kerl. Kannst du dir vorstellen, dass er sich tatsächlich ins Schloss hineinschleichen wollte, um Prinzessin Zelda zu sehen? Wegen diesem Idioten haben sie die Wachung von dem Schloss noch verstärkt. Oh, ist aber nicht so geil. Ich will eigentlich ein Schloss. Hey, bist du denn da oben? Kann ich mit dem nicht reden? Ne, mit dem da oben kann ich irgendwie nicht reden. Dann werde ich mal hier hinten reingehen. In die Tür. Schatzkistenpoker. Vorübergehend geschlossen. Erst abends geöffnet. Okay, so ist dieses Casino wahrscheinlich. Was gibt's hier? Komm ich da rein? Hey, hast du schon gehört, dass Prinzessin Zelda in ihren Träumen die Zukunft voraussieht? Nein, aber das ist sehr interessant. Wer bist du? Viele verrückte Leute sieht man hier. Dieser Bart ist mein ganzer Stolz. Ist der nicht eindrucksvoll, Kleiner? Doch, sehr eindrucksvoll. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich wollte die Kisten kaputt machen. Ob es da irgendwas Gutes gibt und nicht draufklettern. Nein, es gibt nichts. Mal gucken, was wir hier drin haben. Oh, das ist der Bazar. Hast du auch was zu sagen? Ich hörte, dass es irgendwo eine Kreatur geben soll, die hylianische Schilde frisst. Ja, das klingt nicht so geil, aber da ist so ein geiles Schild. Willkommen! 80 Rubine. Er hält sogar Feuerattackenstand, alles klar. Ja, das ist natürlich so ein Holzschwert wie mein, so ein Holzschild wie meins nicht. Alles klar, 80 Rubine. Dann kann ich mir so ein cooles Schild kaufen. Das werde ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, ne? Aber ich muss mir hier sowieso erstmal alles angucken. Was haben wir hier? Noch einen Laden? Der Magieladen. Aha. Oh, ein Gerücht besagt, dass es einen Laden gibt, der das ultimative Elixier. Okay, ultimatives Elixier. Chillig. Willkommen. Was haben wir hier alles? Die Kunisse. Ein Käfer? Ein Fisch? Ein Irrlicht? Ein grünes Elixier? Magieleiste auffüllen? Rotes Elixier? Leben? Eine Fee? Und ein blaues Feuer? Brauche ich eine leere Flasche? Kostet 300 Rubine, was zur Hölle? Was für Preise hier in der Stadt sind, krass! So, was hast du zu sagen? Warst du schon einmal auf der London Farm, Kleiner? Die Milch dort ist köstlich. Außerdem gibt es da viele Pferde. Und die junge Tochter des Farmers ist richtig süß. Oh, du musst ja auf jeden Fall vorbei. Zur Farm kommst du, wenn du nach dem Ortsausgang durch die Steppe nach Süden gehst. Ja, hab ich schon gesehen. Ich habe auf dem Schild schon gesehen. Boah, die war bestimmt schon viermal bei Mac am Tag.
mein Hund ist gut erzogen, aber manchmal läuft er einfach nachts in Hyrule herum. So wie diese streunenden Stinkeköter. Soll das ein Hinweis sein? Dass mit den Hunden nachts irgendwas ist? Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Büsche, aber da sind noch Dekokerne drin. Die hab ich schon. Oh, was ist das denn? Der Maskenhändler. Welch merkwürdiger Laden. Ich frage mich, wann er öffnet. Ich habe zwar das Schild gelesen, aber es ist doch sehr seltsam. Okay, was steht hier? Maskenhändler, bitte das Schild lesen. So funktioniert dieser Handel. Die Masken werden nicht verkauft. Wir leihen sie dir nur. Du verkaufst die Masken. Das so verdiente Geld gibst du uns und wir leihen dir ein aktuelleres Modell. Du kannst auch eine bereits verkaufte Maske nochmals leihen, aber du kannst sie nur einmal verkaufen. Probier es einfach mal aus, der Maskenhändler. Okay. Ja, das habe ich gerade gelesen. Okay. Ist das so eine Art Tauschquest? Ich kriege hier immer neue Masken. Gebt ihr dann Leuten, die sie haben wollen. Und dann kriege ich bessere Masken oder was? Hey, du bist doch, ich kenne dich doch. Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald? Ich bin Marlon. Meinem Vater gehört die Lonlon Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch er kam noch nicht zurück. Okay, interessant. Wer bist du? Hey, ich will mit dir reden, Kollege. Hey, Waldschrat, das ist Hyrule. Nimm dir Zeit und schau dich in aller Ruhe um. Wenn du die Seitenstraße machst, wieder nach links. Ja, ist mir egal, hab ich übersprungen. Ich tanze nicht, weißt du, mir tut der Rücken weh. Aua, aua. Okay. Na dann, eine gute Besserung. Hier, aufgrund des Schildes da oben, denke ich, wird eine Bogenschützen-Challenge sein. Schießbude, ja genau, aber dazu bräuchte man vielleicht erstmal einen Bogen. Deswegen komme ich hier später wieder her. Ich mag Schießbuden nicht, die sind immer so schwer. Bitte, verkaufe mir etwas mit C. Bitte, verkaufe mir etwas, bitte, in einer Flasche. Okay, dem kann ich wohl irgendwie Zeug geben, was ich mit der Flasche sammle. Ich habe tierisch viel verdient. Vielleicht sollte ich noch mehr Sachen suchen, die ich verkaufen kann. Ich weiß schon, ich sollte zum Hylia-See gehen. Da wird mir einmal eine Menge interessantes Zeug angeschwemmt. Okay. Jo, Kollege, alles klar, Bro? Hast du von der Legende des Schattenvolks gehört? Es sind die Shika, die Schatten der Hylianer. Es heißt, sie hätten dem König von Hyrule ewige Treue geschworen, um ihn und seine Familie stets zu beschützen. Aber danach solch ein langer Zeit voller Frieden haben wir schon lange keinen der Shika mehr gesehen. Dennoch, ich habe gehört, dass es noch eine Vertreterin der Shika geben soll. Sie lebt im Schloss. Ja, Sheik, ich kenne sie. Kennst du die Zitadelle der Zeit, die sich im Nordosten der Stadt befindet? Die Legende besagt. Was? Ist mir egal, habe ich übersprungen, juckt mich nicht. Die beiden Schulen habe ich, mit denen habe ich auch schon geredet und hier war ich auch schon. Alles klar, dann bin ich mal. Ne, hier waren wir noch nicht drin. Moment, hier waren wir noch nicht drin. Oh, was ist das denn hier? Minenbowlingbahn? Okay, klingt interessant. Was? Ich habe nicht geschlafen. Oh, tut mir leid. Wir haben doch nicht geöffnet. Komm bitte später wieder. Alles klar. Ja, du schläfst doch nur. Du willst einfach nur weiter pennen. Ja, wahrscheinlich, wenn wir dann die Minen haben, kommt man da vorbei. Hier geht's Treppen hoch. Und dann da oben lang. Okay, das ist eine Rubine. Cool. Und jetzt kann ich den Typen besuchen. Hey, servus. Es heißt, wir Hylianer hätten so große Ohren, um die Stimmen der Götter hören zu können. Aber ich habe sie nie gehört. Na, komische Kauz. Mit so einem Affen wie dir wollen die auch nicht reden. Spaß. Da vorne ist jetzt der Deckel der Zeit, aber will ich jetzt mal nicht hin. Und was machen die da? Hey, du siehst gut aus. Fast wie der König von Hyrule. Oh Gott, Verliebte. Naja. Da ist der Hund. Aber ist mir jetzt egal, ich begebe mich jetzt einfach mal Richtung Schloss. Ich glaube, hier geht's zum Schloss, würde ich jetzt mal schätzen. Das sieht gut aus. Schloss Hyrule. Da oben sitzt die Eule schon wieder. Okay. Da auf dem Baum saß die. Genau.
Hübi, hier entlang. Die Prinzessin befindet sich im Schloss, doch hüte dich vor den Wachen, sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein, ich glaube, sie hat es einfach... Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Ich glaube, sie hat es gemeint, dass, wenn wir, sobald wir in der Stadt sind, zählt die Zeit nicht weiter. Aber sobald wir sozusagen auf offenem Feld sind, läuft der Tag-Nacht-Zyklus wieder. So habe ich das jetzt auf jeden Fall interpretiert. Ob das stimmt, das wäre die andere Sache, ne? Weiß man nicht, aber so habe ich jetzt einfach mal gesehen und denke mal, das stimmt auch. Das finde ich so Käfer. Aber ich habe vergessen, was die Eule gesagt hat. Hat die gesagt, dass sie bei Nacht nicht mehr bewacht wird? Ach, reden wir einfach mal mit der Wache. Die wird mir schon irgendwas zu sagen haben. Yo, Bro. Alles klar? Also, du sagst, du willst Prinzessin Zelda sehen. Wie? Du hast bestimmt einen Ort von ihr gehört. Komm, geh heim, verschwinde. Einem wie dir würde die Prinzessin niemals Audienz gewähren. Okay. Na dann, wenn du das sagst, dann scheint das ja wohl zu sein, Kollege. Ich weiß nicht, muss ich jetzt hier warten, bis die Zeit weiterläuft? Läuft die Zeit gerade? Ich weiß es nicht, ich habe voll vercheckt, was die Eule gesagt hat. Ja, ja, so viel also zum Thema Zuhören. Boom! Wow, geil! Ich habe noch eine goldene Skulltula gefunden! Du hast deine goldene Skulltula zerstört! Boah, voll cool! Ich dachte einfach nur so, komm, hey, der Baum steht hier sowas von auffällig, irgendwie einfach allein in der Pampa rum, rollst mal dagegen und direkt eine goldene Skulltula gefunden. Cool, cool. Wie gesagt, das ganze LP ist ja blind. Noch habe ich keine einzige, noch nichts nachgeguckt. Aber ich denke, wir sind schon wieder am Ende vom Part angekommen. Im nächsten Part werden wir dann gucken, wie wir in das Schloss reinkommen, bei Nacht am besten, um dann zur Prinzessin Zelda zu kommen. Also dann, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir haben heute einfach mal ein bisschen die Stadt erkundet, ein bisschen was in der Story und so mitbekommen, die Eule kennengelernt. Und bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und haut rein.